gleich mal ein Päuschen. So, wen haben wir denn hier? Dieser Arm, er gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Geht es dir? Alles kalt. Geht es dir gut? Legt ihr nicht ein Gelübde gegen Implantate ab? Doch, das habe ich. Glaubst du, ich habe das freiwillig gemacht? Entschuldige, dass ich mich nicht verbeuge. Ich bin noch etwas unbeholfen mit der neuen Situation. Soll das heißen, mich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Aha. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Tja, Menschen sind zu allem fähig. Ich verstehe das nicht. Wer sollte sowas machen? Und warum? Wir waren unterwegs und haben Almosen gesammelt. Da kamen sie auf uns zu. Sie lachten und fragten uns, ob wir auch Implantate als Spende annehmen. Sie waren mehr Maschine als Mensch. Und sagten, sie würden uns besser machen. Wie Werkzeug. Maelstrom. Was sind das nur für... Und dein Bruder? Ist er noch bei ihm? Üble Sachen. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Ich spreche mit ihm. Ich will nicht, dass er so endet. Ich habe da ein paar Meinungsverstärker in der Tasche. Ich helfe dir. Ich bringe diese Wichser um. Ich halte mich da lieber raus. Was springt für mich dabei raus? Das ist eine gute Frage. Was springt dabei für mich raus? Ich arbeite nicht umsonst. Ich habe nicht mehr als meinen Dank anzubieten. Ich bitte dich, mach nur diesmal eine Ausnahme. Das Universum wird es dir mit Karma vergelten. Karma ist doch schön. Karma nehme ich immer mal gerne. Aber nur positives Karma, bitte. Dieser karomabhängigen Psychos. Wird eine harte Nummer. Maelstrom macht es einem nie leicht. Diese verdammten Freaks. Bitte hilf uns, aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei, versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus, nördlich von hier, gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Wie poetisch. Ein Mönch in Not. Das soll in deine Heldensage kommen. Was willst du machen? Im Schneidersitz meditieren, bis sie tot umfallen? Fall doch selbst tot um. Ja, ich guck mal. Was ist das hier? These boots are made for walking. Was sind das die ganze Zeit für Liedtexte? Hm? Was? Wie ist das überhaupt möglich? Positionsbestimmung. GPS aktiviert. Koordinaten? Okay. Moment. Wenn du irgendwas brauchst, weißt du, wo du uns findest. Ja, ja. Okay. Ja, wir verstehen uns blendend. Wenn es deine Schuld war, schleifen wir dich zum nächsten Baum. Ja. Nein, ich verstehe. Ja, ich guck mir. Ich gehe. Die alte Kiste fährt wieder. Welche? Welche alte Kiste fährt wieder? Jetzt hab ich mir nicht. Ich war zu unaufmerksam. Was? Ohne Blutvergießen. Ablenkungsmanöver. Was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Wie wäre es, wenn wir ihm statt einem Arm einen Knall verpassen? Dann würde er jedes Mal, wenn er pisst.
Gefälschte Dokumente. Eine Sekunde. Bitte. Dama hat mir Frieden gebracht. Nehmt mir das nicht. Oder ich reiße die Zunge raus. Hier halten Sie unseren heiligen Bruder also fest. So, zwei Stück. Das gefällt mir so gar nicht. Ah ja? Guten Tag. Sind da noch mehr? Kann ich den jetzt hier... Hey! Hey, kann ich den immer noch... Ich muss alle neutralisieren, willst du mich verarschen? Warum? Wieso soll ich hier noch abhängen? Ich sehe hier niemanden mehr. Ach, da ist noch einer. Was soll das? Warum muss ich die hier in der Ecke auch noch? Verstehe ich nicht. So, alles neutralisiert. Bitte tu das nicht. Es verstößt gegen meinen Grau. Bitte. Ich will das nicht. Was? Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Was machst du dann hier? Was ist passiert? Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombodas gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Ich danke dir aus der Tiefe meiner Seele. Ich bin so froh, dass niemand getötet wurde. Mögest du weiter auf dem Pfad des Friedens wandern. Es spielt keine Rolle, was sie zu dieser Tat trieb. Es steht uns nicht zu, über sie zu urteilen. Gut. Dein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier. Auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Dann kann ich gehen. Er hieß es, der nun gerettet werden muss. Nun sieh mal einer an. Wenn du so ungern tötest, hättest du vielleicht manch statt einer Mördermaschine werden sollen. Töten ist nicht die Antwort auf alles. Wenn du die Welt wirklich ändern willst, hat das immer einen hohen Preis. Und diese Chromficker, glaubst du, die haben all die ganze Zeit mit einem Ohm herbeigebetet? Die scheinen ja mehr als genug zu haben, wenn sie es sogar München andrehen wollen. Was haben wir denn hier? Nachrichten? Oh ja, natürlich. Porno-Braindance. Oh ja, klar. Ja, alles klar. Haben wir das. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken mal hier eben. These boots are made for walking. Machen wir das mal. Was ist das jetzt hier? Cinnamon. Warum kriege ich denn... Ui, mein Gott.
4 von 17. Qualifikationsrennen muss ich auch noch abschließen. Oh Mann, ey. Wo ist das denn? Ich guck mich mal um. Abgeschlossene Aufträge. 0 von 8. Ach, das sind diese Qualifikationsrennen hier. Oder was? Nee. Nee. Ich brauche mal meine Karre. So. Ja, du könntest mir jetzt mal zeigen, wo ich hin muss. Das oder was? Nee, ich verstehe es nicht. Delamain Headquarter. So viele Sachen, ey. Und ich weiß nicht, Rückholaktion. Stadtzentrum. Guck mal hier, da ist ein Rennen. Wieso ist das denn das der Hauptmission? Dynamisch. Regina Jones, wieso denn 0 von 23? Stadtzentrum. Können wir mal eben machen. Mal eben. Kilometer. NYPD will auch schon wieder irgendwas. Leute. Hallo. So, Delamain Headquarter, oder wir können mal eben zu ihm reisen. Und dann muss ich gleich aber auch mal. Ja, ich finde kein Ende, ich merke das schon. So. Kannst du mich hören? Okay. Hallo? Quick Hack ist nicht so ganz drin. Ne? Kamerasteuerung.
Ablenkungsmenü. Boah, 23, krass. Was ist das wohl wert? Sicherheitsgeschützturm. Da muss ich richtig krass was können. Scheiße, wie soll ich mir hier Zutritt verschaffen? Guck mal hier. Oh, meine technischen Fähigkeiten. Sehr schön. Hallo? Computer. Benutzen. Alles Nachrichten. Ach man, C, ja. Hier kann ich nichts machen. Ja, was ist denn da los? Code eingeben. Mal kurz checken. Jetzt benutzen. Lokales Netzwerk öffnen. So, damit haben wir die Tür auf. Ich sehe nichts mehr. Hier ist ein bisschen dunkel. Gewaltsam öffnen. Oh, cool. Aha. Ich glaube, hier wären wir zu Anfang noch nicht reingekommen. Die Tür haben wir aufgemacht, alles klar. Jetzt sieht hier alles ziemlich im Arsch aus, würde ich sagen. Was können wir denn hier noch machen? Können wir wieder hacken? Lokales Netzwerk. Öffnen bitte. Verschaffe dir Zugang zum Laden. The fuck. Moment. Runterholen. Was war denn das? Vorsicht! Auf den vorliegenden Kabeln ist Strom. Du kannst uns nicht einsperren! Wir sind kein Teil mehr von dir! Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Moment mal. Ich krieg den gar nicht, die sind viel zu schnell. Den hab ich. Komm schon, Kollege. Zeig dich! Okay, welche Tür? Die Tür?
rüber. Moment. Ja, Moment. Hier ist keine weitere Tür. Nee, das ist doch schade. Da sind wir wohl falsch. Da sind wir wohl falsch hier. Soll ich da hinkommen? Das Scheißteil schießt auf mich. Ich weiß nicht, wie ich das erwischen soll, ehrlich. Verdammt. Wie soll ich denn da rüberkommen? Oh nein. Ich bin abgerutscht. Also, alles klar. Da unten können wir schon mal nicht runter. Ich meine, gut, das war eigentlich klar. Ich wollte auch gar nicht runter. Vorsicht, auf den vorliegenden Kabel ist Strom. Du kannst uns nicht einfallen, wir sind kein Teil mehr von dir. Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Kommen Sie her. Die Tür. Ich weiß halt nicht wie, Kollege. Ich weiß nicht, ob es aufhört, wenn ich den letzten da hinten abknall, aber ich bezweifle es fast. Scheiße. Wie soll ich denn da rüberkommen? Immer dann, wenn es aufhört, oder was? Machen wir mal den hier. Der hat nicht wirklich viel gebracht. Der versteckt sich halt die ganze Zeit, der Drecksack. Ich weiß nicht, wie ich auf die Treppe kommen soll. Moment. Zeig dich nochmal da, komm. Ah, Mist. So.
So. Ja, ja, und nun? Wie soll ich denn die Treppe hochkommen, verdammt? Freunde, könnt ihr mir irgendwie helfen? Kann ich hier irgendwas machen? Versuche die Zutritt zum Kontrollraum. Ja. Und ich soll irgendwie die scheiß Treppe erreichen. Ist mir schon klar. Hier ist noch was? Hier war ja noch einer. Warte mal. Jetzt mal aufhören, dich zu verstecken, Kollege. Habe ich keine Munition mehr oder will er einfach nur nicht schießen? Danke. Ach, der ist hier nur am parieren. Hier komme ich nicht irgendwie hoch oder so. Oder irgendwas Legendäres habe ich da gerade erwischt. Ich kann ja auch nichts machen, ne? Ich speichere mal. Derzeit speichern nicht möglich. Na toll. Verrat mir doch mal, wie ich das ausstellen soll. Lokales Netzwerk. Doppeltür öffnen. Nee. Oh, jetzt habe ich wieder irgendwas geöffnet. Ach, shit. Habe ich jetzt geöffnet? Hier? Gespeichert, alles klar. Ich habe kurz gespeichert. Komme ich hier noch irgendwie anders rein? Hier ist noch eine Tür aufgegangen. Ist aber kein Zugang.